Hey Baby, kommst du runter? Oh, was ist das? Wo denn? Kommst du? Na, komm zu mir. Nein. Komm. Ich will Wings. Was willst du? Ich will Wings. Willst du mitnehmen, Himbeer? Ich nehme die. Und ich nehme dies auch noch. Wir sind the Wings, the Shake Wings. Shake Wings, ja. Schicken sind eigentlich die Flüge von Hühner. Oder schicke Wings halt, also schick, so wie schick. Schick, du bist einfach schick. Ja, ich bin schick und ich bin schicke Wings. Schicke Wings. Gut, ich werde jetzt die Pakete wegbringen. Und dann werde ich auch Brot holen, weil wir wollen frühstücken zu Hause heute, ja? Ja. Na, Andrea kommt ja irgendwann und wir gehen heute Abend ja eh aus. Na, wir gehen aus? Heute ist was? Diese Veranstaltung. Oh, der Müll und der Tee zusammen. Die haben mich ausgetrunken. Voll die Kombo, ey. Doppelkombo. Ich bin voll ausgenockt, ey. Okay, wir gehen heute Abend aus. Geh mal dann hin, ey. Okay, ich muss also jetzt bring ich die Pakete weg, dann bring ich den Müll raus und dann fährt jetzt irgendwie los. Ich hab spioniert. Nee, darf ich nicht? Das ist der. Nicht schmummeln! Nicht schmummeln. Das ist Lumen ihr erstes Tagebuch quasi. Ich weiß eigentlich, aber sie darf da drin auch zeichnen. Guck mal, wie sie reinschmummelt. Sehr schön. So. Frühstück im Kreise der Familie, das ist doch auch was Schönes. Obwohl, meine Familie ist da teilweise. Genüsslich in Hand abnagen. Wer macht denn von den Scheiben in der Atomgröße nur eine auf? Also, das ist okay. Na, ich hab keine Ahnung, ich hab da irgendwas drin. Ich lassen. Hab mich da. Ich hab schon Geld rausgeholt. Guck mal, wer vorher durch die Taschen durch. Also, und die Gabel ist versendet. Jetzt tut mir leid, dass es so spät war, aber ich meine, ich hatte ja die Adresse auch noch nicht. Also jetzt ist aber die Gabel auf dem Weg, kannst du den Auftrag endlich fertig machen. Also jetzt ist natürlich so tolerante Kunden habe ich hier überhaupt nicht. Ich wollte den gleich am nächsten Tag wieder haben oder die wollen es ja nicht mehr wieder haben. Das ist mir jetzt doch zu teuer, haben sich dann zu Hause überlegt und dann bleibt der Draht bei mir. Stillschweigend sozusagen. Habe ich jetzt zwei in diesem Jahr. Zwei Räder nur, allerdings. Fast sagen nur. Ne? Nur zwei Räder in diesem Jahr, die nicht abgeholt wurden. Guck mal, Papa. Was für Idioten, ey. Warum hat die Zeit investiert und alles, ja. Nur das war Frühstück zu Hause. Jetzt werde ich mich noch kurz akklimatisieren und am Montag geht's mit Anouk in die Schule wieder und danach. Was ist denn danach? Was ist nach Montag? Danach hast du einen Herbstspätdienst. Du hast Spätdienst. Ja, aber danach muss ich was machen. Ja, ich habe Montag auch zu tun. Ich werde für uns Geschenke einkaufen. Ja, ich muss was einstellen, weil ich meine, ich brauche ja ein bisschen Geld. Bitte. Nee. Ich bin um 11 Uhr da, hol die Kinder ab und denke an die Autositze. Stimmt. Nein. Voll verklingelt, wach geworden. Wir sind scheiße. Genau, ich will schlafen. Sonntag. Mama, weißt du? Ja, so ist es. Ich dachte gerade, Andrea sagt, wir können doch nicht in die Schule. Oh Gott, du bist schon nur auf Absage eingestellt. Nee, das muss jetzt funktionieren. Ja, das wäre ja was gewesen, ey. Um Himmels Willen. Jetzt schon alles vorbereitet. Autositze, wo steht das Auto? Wo haben wir geparkt? Wir haben bei um die Ecke, glaube ich. Vor der Tür? Nee, Quatsch. Um die Ecke, ja, vor dem Container. Den ersten Abend war ganz schlimm. Also schon den Morgen. Meine Frau liebt mich. Immer noch, nach all den Jahren, hat sie mir gerade gesagt. Ist ja, also, ich bin ja fast böse auf sie schon. Kann ja, ich habe mit Papa letztens telefoniert und hat auch drüber gesprochen, dass du gar nicht da bist. Und dann habe ich gedacht, ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon fast. Im Februar sind wir 15 Jahre zusammen. 15 Jahre. Und ich vermisse dich.
ist gut, oder? Ja, fand ich auch. Also natürlich ist das immer das doof, dass ich dich vermisse, aber dieses eigentliche Gefühl zeigt ja, dass du mir sehr viel bedeutet. Was ich ja nie anzweifle. Im Alltag dazu gar nicht. Aber es geht ja im Alltag manchmal unter. Ne? Der eine liest, der andere das, der läuft dorthin, hier bist du im Laden, man sieht sich wenig und so. Ne? Und so, liebe Leute, gestern waren wir ja meinen Geburtstag nachfeiern und irgendwie sind die Aufnahmen verschwunden. Ich weiß ehrlich gesagt, Entschuldigung, nicht wo die sind. Ich habe die meines Erachtens hier rüber kopiert und irgendwie sind sie nicht angekommen. Keine Ahnung, wie sowas passieren kann. Ich weiß es nicht. Ärgerlich. Ich habe gestern eine Post bekommen von dem Herrn Behrens. Und zwar habe ich ein Paket bekommen und ich habe einen Brief bekommen. Und in dem Brief hat er mir die Fahrradgabel, die Zahlung für die Fahrradgabel gemacht mit einem sehr großzügigen Trinkgeld. Dafür möchte ich mich jetzt natürlich hier in aller Form bedanken. Und dann kam noch ein Paket und in dem Paket waren 3 kleine Pakete mit Mäusen drin. Also insgesamt auch wieder ein großes, dann mal wieder so viele. Diese wunderschönen Alesi-Mäuse. Die Marlies hat sie mir natürlich sofort aus der Hand gerissen und vertilgt. Eine Packung war weg. Jo, also das ist auch sehr gut angekommen und dafür auch ein herzliches Dankeschön. Also das ist wirklich total lieb, total nett. Und Besuch hatten wir auch, die haben sich natürlich da auch gleich dran gemacht. Also perfekt, finde ich super. Fand ich toll. Schade, dass ich, wie gesagt, ich hatte gerade die Kamera an, dass das nicht mit drauf ist. Was soll man machen? Ansonsten war der Tag gestern okay. Ich wundere mich auch, vorhin war die Aufnahme noch da und jetzt ist er weg. Ich ärgere mich bei so was. Ich weiß nicht. Irgendwie wieder was falsch gemacht, der Tommy. Tommy und Computer, das funktioniert einfach nicht. Gut. Nun hatte ich aber auch 3 Tage nachzuschneiden und das war alles ganz schön anstrengend und jetzt bin ich ganz froh, dass ich jetzt gerade fertig bin. Heute bin ich mit meiner Frau unterwegs, sie hat mich ja eingeladen, also sie hat mir ein Geschenk zu Geburtstag gemacht, da gehen wir zu so einem Krimi-Dinner. Keine Ahnung, wo das genau. Werden wir nachher alles sehen und dann bin ich mal sehr gespannt, was mich da erwartet. Hauptsache, ich muss nicht mitmachen, ich kann mich entspannen, essen und das reicht mir dann. Na, diese Mitmachsachen habe ich immer keine Lust so richtig dazu. Mache ich schon hier noch die Woche über. Ja, morgen fängt die Schule wieder an, der Tipp ist noch zu sagen. Und dann der nächste Auftrag ist tatsächlich erst wieder am Freitag. Zumindest am Freitag haben wir erst wieder das Auto. Da ist dann Zeit. Jo. So ist es. Ja, das war das mal als kurzes Update und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, gleich. Also, ich sag, weiß ich das gar nicht so genau. Komm, was hast du denn ausgesucht? Die Tommy. Wir gehen heute zum Krimi-Dinner. Wer wird ermordet? Wissen wir noch nicht. Du weißt nicht, was du. Nein, die Geschichte kenne ich nicht. Aber wir gehen in die 60er Jahre. Dann kennt man ja die Geschichte auch nicht. Bestimmt Hitchcock oder so. Ja, ich glaube so. So ähnlich ist das gemacht. Das kostet mehr als normal essen gehen, das ist schon klar. Aber wenn du sagst, sehr teuer, habe ich Angst. Aber? Naja, 300 auch nicht. Naja, gut. Sind wir fast im realistischen Bereich. 100er pro Person wäre schon okay. Na, sowas war es auch. Getränke müssen wir aber extra zahlen noch. Na, dann nehme ich mir noch Wasser mit. Der Erik liebt, wenn du das heißt. Genau. So, liebe Leute, jetzt ist es schon spät. Wie spät kann ich gar nicht sagen? 22.03 Uhr. Und ich werde jetzt schneiden kurz. Heute ist ja überhaupt nichts passiert. Also nichts, was ich jetzt aufgenommen hätte, weil wir waren ja eben mit meiner Frau beim Krimi-Dinner. Das war sehr schön, das war richtig toll, das hat richtig Spaß gemacht. Aber da habe ich natürlich die Kamera nicht mit gehabt. Also das ist ja auch Quatsch, das ist auch nicht erwünscht.
jetzt mein Schluss. Wir sehen uns morgen vielleicht wieder. Mal gucken, was ich morgen mache. Da habe ich keinen Auftrag. Da ein bisschen weit aufräumen, mich am Nachmittag um die Kinder kümmern. Vielleicht ein bisschen durch die Straßen spazieren, auch mal wieder ein bisschen einkaufen. Also Sachen machen, die ich das ganze Jahr nicht machen konnte. Schauen wir mal. Dinge reparieren hier zu Hause. Es ist ja genug zu tun. Also macht es gut, schlaft gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann, euer Tommy.